Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Onions Wunderwelt der Technik. Ich muss mich nochmal entschuldigen für die letzten Videos, da bin ich ja immer noch schlecht zu verstehen. Ich muss mir angewöhnen, das öfter zu kontrollieren. Das liegt einfach daran, dass ich dieses Rauschen, was ihr jetzt vernehmen könnt, die ganze Zeit, wenn ich jetzt mal still bin kurz, dass ihr das möglichst nicht hört. Und deswegen habe ich die Raussperre, eine Raussperre halt geschalten, die allerdings nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte und dann auch meine Stimme in ihrer tieferen Lage dann rausgefiltert hat, was zu sehr unschönen Kommentarszenen kam. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich bin selbst, wie gesagt, noch am Rumprobieren mit diesem neuen Mikrofon. Ich denke mal, dass dieses Rauschen, was ihr jetzt noch vernehmen könnt, sich durch einen Schutz, also diese Popfilter, denke ich mal, entfernen ließe. Aber dafür habe ich echt kein Geld. Im Moment. Also das Mikrofon war das höchste der Gefühle. Ja, also ich finde, das Interessante finde ich ja, bei Final Fantasy zum Beispiel nehme ich das nicht so stark wahr. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass Final Fantasy viel Sound hat, viel Musik, und da fällt das Rauschen nicht so auf. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier mitten im Cave wieder. Ich bin wieder runtergegangen, weil selbst für den Reaktor brauchen wir einen Diamanten. Und das heißt, wir müssen einfach mehr Diamanten finden. Und da wir sowieso ein bisschen knapp an Erzen sind, zumindest an Eisengold, also sowas, die Standarderze eigentlich. Kupfer haben wir jede Menge. Und ja, ich habe einfach festgestellt, ja, also die Steam Dynamos, das war zwar eine nette Idee, aber ich krieg nicht genug Energie. Ich krieg mit diesen Leitungen, die ich da gelegt habe, nicht genug Energie transportiert über die Steam Dynamos, und deswegen muss ich einen Reaktor bauen. Wenn auch erstmal nur einen kleinen, aber selbst der transportiert einer schon, erzeugt einer schon viel, viel mehr Energie als die Steam Dynamos, und deswegen müssen wir da einfach dann gucken. Das war das mit denen dann bepowern, weil meine Baumfarm steht still und somit bekomme ich auch keine Kohle mehr. Und das ist dann, naja, nicht gerade wirklich effektiv. Wir können die Steam Dynamos gerne stehen lassen für unsere Geräte unten, dass die auch noch Energie produzieren. Aber dazu muss ich auf jeden Fall den Reaktor noch zusätzlich in Betrieb nehmen. Sonst wird das Ganze nischt. Ne? Dann wird das nischt. Sonst wird das nicht. So, wir springen jetzt einfach mal ins Öl rein. Au. Blöde Spinne. Du spinnst wohl. Oh mein Gott. Aha. Ach komm schon. So, jetzt. Ein paar Saphire, die nehmen wir mit. Da können wir uns nämlich wieder schöne Tools mitmachen. Wieso baue ich Aluminium ab? Aluminium brauche ich nicht. Galactic Craft ist jetzt nicht das, was ich verwende. Vorerst. Zumal ich gehört habe, das Modpack lässt Singleplayer-Welten crashen. Deswegen kann sein, dass wir uns damit gar nicht beschäftigen. Müssen wir mal schauen. Also ich will, also auf jeden Fall brauche ich immer noch Diamanten für... Oh Gott! Ich bin blind, ey. Zwei Schallplatten, ja, eine Floppy Disk, was auch immer die bringt, das weiß ich nicht. Eine Page No Seas, ein Name Tag, was auch immer ein Name Tag bringt. Aber hier ist ein fucking Skelett-Spawner, Leute! Du spawnst jetzt erstmal nichts mehr.
Ein Skelett-Spawner. Nice. Hier können wir EP farmen. Also hier könnten wir uns einen Weg hinmachen. So. Skelett-Spawner. So. Nice. Wenn ich jetzt wieder meine F-Tasten drücke, dann... ich würde jetzt hier gerne einen Screenshot machen. Shiny Ingot. Nice. Diamond Horse Armor. Wow. Und noch eine Iron Horse Armor. Und hier Page No Weather. Es gibt kein Wetter. Wenn wir damit eine Welt machen. Machen wir eine Welt ohne Wetter. Shiny Ingots sind sehr wertvolles Material, das wir in diesem Modpack eigentlich nur im Nether finden. Und das ist dort auch sehr, sehr selten. Ich muss mir unbedingt mal die Hotkeys auf den Szenen, auf den verschiedenen Szenen rausmachen. Einen Moment. Ja, das war klar. Es springt jetzt um auf den kurze Pause-Screen. Den machen wir natürlich wieder raus. So. Oh Mann. Das ist so fail. Ich muss diese Hotkeys endlich entfernen. Aber irgendwie denke ich da nie dran. Echt schlecht. So. Das, was ich habe, das, was ich wollte, habe ich von dem Spawner. Okay, da geht es ziemlich tief runter. Das mal so machen, dann machen wir es hier mal auf. Ach komm. Knack. Ach, jetzt bin ich hier. Guck an. Ach nee, da kam das Skelett her. Hier waren wir ja schon mal. Und haben hier buddelt sozusagen. Öl kann übrigens auch brennen. Habe ich rausgefunden. Wie allerdings genau, weiß ich nicht. Wir hatten nur auf unserer Serverwelt ein Ölfeld, das hat gebrannt. Dauerhaft. Es sah richtig lustig aus eigentlich, aber naja. Es ist gerade nicht das, was man braucht. Ich glaube also diese Quellfelder von Öl, die können glaube ich brennen. Aber das verbrennt nicht ganz. Und es brennt dann halt dauerhaft. Hin, nehmen wir gern mit. So. Da hängt noch ein... Ach, hier. Boah, dieses Öl. Alter. Gewusst, jetzt kommt hier raus. Es kommt von da oben irgendwo. Oh Mann. Also manchmal. Es kommt von viel weiter oben. Oh, also wenn du Flüssigkeiten hier hast, ne, dann gehen sie dir meistens auf die Nerven. So, noch ein bisschen Eisen nehmen wir mit. Yellorium ist ganz wichtig, um unsere Reaktoren dann anzutreiben. Wobei man da eigentlich auch nicht so viel braucht, zumindest nicht für den kleinen, den wir uns dann als erstes mal bauen wollen. Aber immer noch keine fucking Diamanten. Marble. Etwas Marmor. Hat keine besondere Funktion, sieht halt einfach nur etwas schicker aus und man könnte damit bauen, aber habe ich jetzt erstmal nicht vor. Gott, was für einem Cave-System bin ich denn hier gelandet? Auf welcher Höhe bin ich eigentlich? 31, ja, das ist zu hoch, viel zu hoch, kein Wunder, da finde ich auch keine Diamanten. Bin viel zu hoch, ich muss wieder runter.
Hier ganz viel Tin. Ganz viel Tin brauche ich da. Oh, Minecraft, bitte jetzt nicht abstürzen. Oh, das kostet doch nur wieder Zeit. What the fuck? Okay. Okay. Mein PC streikt ein bisschen. Ja, Java ist halt nicht, eigentlich nicht die Plattform, ist ja eigentlich nicht für Spiele gedacht. Aber Mojang hat ja mit Java dieses Spiel entwickelt. Aber Mojang hatte auch nicht diese Fülle an Mods eingeplant, die Leute dann erstellt haben. Und das ist Wahnsinn. Ja, und die nagen dann wirklich am CPU, ja. Weil Java halt einfach nicht dafür gemacht ist. Und da sind Diamanten. Ich habe sie gesehen. Also 3 Stück brauchen wir mindestens. Dann haben wir einen Quarry. Aber ich bräuchte mindestens mal noch einen für einen Reaktor. Aber ich hoffe, dass das ein paar mehr sind. Jetzt müssen wir nur mal die Lava disablen hier. Aber ich habe hier gerade... Ne, Peaceful kann ja nicht sein, sonst wären ja die Skelette vorher beim Spawner nicht gekommen. So. Drehen wir das hier rundherum ein bisschen frei. Scheint eine Viererader zu sein. Ja. 4 Diamanten, sehr schön. Dann können wir uns den Quarry... Und falls ich wirklich nur einen brauche, noch einen Reaktor bauen. Und haben dann somit Energie für alles. Hoffe ich doch. Das wird jetzt wieder ein bisschen Crafting-Arbeit. Aber zuerst müssen wir zurück zum Lager. Muss ich nur wieder zurückfinden. Eigentlich könnten wir uns ja auch einfach durchbuddeln, ne? Wir müssen aufpassen wegen der Lava. Jetzt von hier oben. Sicher bin, dass da keine Lava ist. Weil die blubbert hier noch. Und wenn das ausreicht, dann müssen wir erstmal nicht mehr selber graben. Dann lassen wir das endgültig für uns übernehmen. Die Sache ist halt nur, wir müssen halt auch einen Ort finden, wo wir das am besten machen. Auf welcher Höhe bin ich denn jetzt aktuell? 11. Ja, da gibt es schon Diamanten. So, das Redstone mit ist wichtig. Da habe ich keinen Platz mehr. Da müssen wir noch was in den Rucksack schieben. So. Ihr habt es ja gesehen, wir haben ziemlich viel Redstone verballert für die größeren Kabel. Und um alles mögliche craften braucht man eben auch Redstone. Das ist einfach so. Wir bauen uns jetzt einfach Richtung Ausgang. Ah ja, jetzt sind wir hier wieder. Gut, perfekt. Hier haben wir noch ein bisschen Redstone. Platz im Inventar klaut. Eieiei.
Und noch ein Stückchen. So. So, da wären wir. Back in the hood, meine lieben Freunde. So. Back in the hood, yeah, was geht ab? Oh mein Gott, ich sollte das lassen. So, dann wollen wir noch mal schauen, dass wir hier jetzt unseren Crowy auf jeden Fall... Na, obwohl, vielleicht sollte ich sogar zuerst den Reaktor machen, weil ohne Reaktor kriege ich nicht genug Energie zusammen. Also hat der Reaktor jetzt Vorrang. Machen wir das so. Als erstes schmeißen wir mal das Uranium nicht, den Cobblestone da rein, den Marble brauche ich nicht, Dirt brauche ich nicht. Theoretisch kann ich jetzt wieder nur die ganzen Erze hier unten verpuffen. Ah ja, genau. Ach stimmt, ich habe ja da das Kabel rausgenommen, weil ich es ausprobieren wollte, aber es kommt einfach keine neue Kohle, also ja. Die weiße Jacke ist ja... So, da konnte ich mich nicht rechtzeitig muten, weil man ja nicht, weil man hier nur klopft und dann direkt reinkommt, ne? Also das kennt man ja. Ich klopfe auch immer, gehe dann direkt rein und warte nicht auf Antwort. Oh Mann. So, das hat mich jetzt voll rausgebracht. Ja, genau. Ich hatte hier ein Stückchen rausgenommen, damit die Energie wirklich dann rübergehen würde, aber ja, es tut sich nichts wirklich. Deswegen darf sich das wieder zusammenfügen und craften. So, wir gehen hoch. Denn ich würde das gerne in dieser Episode noch machen. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit in dieser Episode. Also wir brauchen Diamanten, wir brauchen Redstone, wir brauchen, ich weiß nicht, brauchen wir Kupfer, wir brauchen auf jeden Fall Graphite. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Graphite macht man einfach, indem man Kohle, also Steinkohle oder Holzkohle schmilzt. Ich glaube, Glas brauchen wir auch. Also wir brauchen auf jeden Fall hier, wir brauchen viele von diesen hier. Wir brauchen dafür Yellurium. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele von diesen Teilen. Ach, Iron brauchen wir auch noch. Genau. Jetzt haben wir 40 Stück. Mal, mal schauen, wir brauchen nämlich ein Power Tap. Wir brauchen einen Access Port, da brauchen wir einen Piston für. Und eine Kiste. Dann brauchen wir nicht den Computerport, aber wir brauchen den Controller hier und da brauchen wir den Diamanten für, genau. So. Ich glaube, das ist, nee, fehlt, da fehlt noch was, nämlich der Tank. Der Fuel hier, den brauchen wir noch. So. Jetzt folgendes, jetzt gehen wir mit unseren Redstone Conduits, damit wir das auch verbinden können. Ah ne, theoretisch fehlt noch was, und zwar den Control Rod hier, den brauchen wir auch noch. So. Muss mal so anordnen, dass ich die Reaktorteile alle unten habe. Jetzt gehen wir den Reaktor aufbauen. Das machen wir noch.
Das machen wir noch, definitiv. Jetzt gehen wir mal rüber zu unserer Baumfarm, denn da stelle ich den hin. Weil der wird ja dann mit Hyalurium betrieben und auch dann. So, wir brauchen also mindestens ein 3x3 Feld. Da packen wir auf den Boden überall diese Teile hin. Dann kommt in die Mitte der Tank. Dann an gewählte Seiten. Oh, muss das jetzt sein? Fucking Zombie. Vor allem, ich bin da vorne und nicht da hinten. Aber Hauptsache, da ist eine Tür. Oh, da heime ich mal dagegen. Also an gewählte, an die Seiten in die Mitte, wie man das möchte, macht man den Input. Also das hier ist das Access Port, da packt man dann das Hyalurium rein. Den Controller, das mache ich jetzt zum Beispiel mal hier hin. Das heißt, ich müsste hier noch frei machen, dass ich da auch dran komme. Den Controller, da tut man nämlich dann ein- und ausschalten. Und den Power Tab, da kommt dann das Kabel hin. So, und dann kommen noch mal diese Stückchen oben drauf und oben in die Mitte kommt dann noch dieser Control Rod, der eigentlich für die Kühlung zuständig ist. Oder Name Set. Ich nenne jetzt einfach R1. So. Fucking Zombies, ich muss da echt eine Falltür einbauen. Ich habe ihn jetzt halt eins in den Boden gesetzt, damit da oben Platz ist. Ich muss es dann noch ein bisschen umbauen, weil hier mache ich dann jetzt ein Loch rein. Aber das machen wir. So, theoretisch ist er jetzt einsatzbereit. Ich packe jetzt das Ellorium hier rein. Der benutzt das jetzt. Das hier ist der Tab für die Kabel. Fucking Zombie, verzieh dich. Und ich versorge jetzt einfach auch hier das Ganze mit Energie. So. Jetzt müssen wir noch an den Controller gehen. Das ist der hier. Und den Reaktor aktivieren. So. Wir müssen vorsichtig sein. Das Ding kann theoretisch überhitzen. Aber ihr seht hier, Heat ist hier bei 689. Das ist noch sehr weit oben. Also Casing Heat und Core Heat, das ist alles in Ordnung. Man kann da Schnee, glaube ich, draufpacken, auch für die erste Kühlung. Aber. Aha! So, jetzt arbeitet das Ding auch wieder. Und wir können mal schauen. Der produziert nämlich, ja, wenn wir nicht gerade das daneben hätten. Diese Anzeige daneben stört gerade ein bisschen, weil er es verdeckt. Er kann nämlich deutlich mehr. Hier, ihr seht vielleicht dazwischendurch, wie viel Redstone Flux er produzieren kann. Ziemlich viel. Und jetzt geht da auch die Baumfarm wieder richtig los. Alles wunderbar. Ja, es kann wieder losgehen. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch machen sollte, ist ein paar Goldrohre einsetzen, dass die Sachen ein bisschen schneller transportiert werden. Ansonsten können wir das nächste Mal dann den Quarry bauen. Weil wir ja noch die Diamanten übrig haben. Drei, die wir brauchen für eine neue Spitzhacke. Obwohl, die Zeit habe ich noch. Also der Part ist eigentlich zu Ende, aber ich habe die Zeit nur noch für jetzt und für keinen weiteren Part und ich will das eigentlich noch machen. Dann wird der Part hier ausnahmsweise mal wieder ein bisschen länger. Ich mache viele Ausnahmen, oder? So, die
übrigen Reaktorteile packe ich jetzt einfach mal hier mit rein. Och, ihr fucking Zombies, nervt jetzt nicht. Nervt jetzt bitte einfach nicht. So, wir brauchen eine Diamantspitzhacke, eine frische. So. Dann brauche ich die Teile aus dem Rucksack. Die Gears hier. So, Quarry. Da haben wir sie, die Quarry. Wieso kann ich die jetzt wieder nicht bauen? Hä? Redstone? Iron Gear, Gold Gear, Diamond Gear, Pickaxe. Geht doch. So, das Graphite können wir wegpacken. Redstone auch. Die ganzen Barren können wir wegpacken, die brauche ich nicht. So, das Zeug hier können wir auch. Sind die jetzt in mein Haus rein? Haben die die Tür kaputt gehauen? Werden wir gleich sehen. Nein, haben sie nicht. Okay, wir hören's. Was wir für den Cory brauchen, ist eine relativ große Kiste. Gehen wir mal Gold. Ah, die Iron Chest steht unten als Kohleabfang, ne? Genau. Die ich übrig hatte. Warte. Wir machen noch ein paar Goldpipes. Dazu brauchen wir hier Gold. So, zack. Und die beschleunigen das Ganze einfach ein bisschen. Die beschleunigen einfach den Transport der Items. So. 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 Da hinten ist es zwar eigentlich sinnlos, aber lassen wir es. Bräuchte eigentlich noch eine Goldchest. Brauche ich vorher die Iron Chest. Gut. Also brauche ich erstmal die Iron Chest. Ich mache mit dem Holz mal noch eine normale Kiste. Dann müssen wir jetzt eine. Können wir jetzt eine Iron Chest draus machen. Wenn wir Iron hätten. So, einmal Iron außenrum. Und die Chest da dran. So, die Kiste wieder in die Mitte. Jetzt wollen wir eine Gold Chest draus machen. Ja, damit. So. Und ich liebe Neid, es ist wieder Tag geworden. Das heißt, der hängt da irgendwo in den Katakomben rum, der fucking Zombie. Ach, wisst ihr, ich habe jetzt noch gar keine. Ja, ich habe gar keine. Ich habe natürlich auch das ganze Redstone weggepackt. Hier nicht darum. Zack. So, so. Einfach ein paar Goldpipes dazwischen schalten, dass die Items schneller transportiert werden. Seht ihr, da kommen sie schon. Man braucht nicht nur Goldpipes nebeneinander. Ich kann es zwar abbauen, aber nicht wieder dran bauen. Wow, klasse. Ich muss das nochmal abbauen. So. Machen wir es so. Okay. Gut. Dann kommen die Sachen mal ein bisschen schneller. Das reicht. Der Yellorium-Verbrauch ist hier sehr gering und wir kriegen dann hier Waste. Kriegen wir noch raus. Also das ist nochmal ein anderes Erz. Jetzt sind wir schon bei 30 Minuten. Das ist fast ein doppelter Part. Oh Mann. Ich habe die Quarry nicht ansatzweise aufgebaut. GG.
G fucking G. Dann müssen wir das doch nächstes Mal machen, weil das ist schon so Überlänge. Das muss dann nicht sein. Na gut, dann verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Onion. Macht's gut. Ciao, ciao.